Das nenne ich mal einen schönen Strand. Die parken ja alle auf dem Strand. Wahnsinn. So, jetzt hoffen wir, dass sie noch ein freies Plätzchen für uns haben. Der ist nämlich recht schnell ausgebucht. Der hat 53 Sites eigentlich. Aber wir haben vorhin gesehen, es waren nur noch 9 frei. Und jetzt können ja schon einige gekommen sein in der Zeit. Es war noch einer frei. Und jetzt haben wir den schönen Blick hier. Wir sind auf dem Weg zum Strand und haben das erste Känguru getroffen. Tag. Hallo. Nichts zu essen. Das ist übrigens ein wildes Känguru, aber schon ein bisschen an die Menschen gewöhnt. So, ab zum Meer. Ja. So, wir haben jetzt gerade schon ein paar Kängurus gezeigt, die hier rumgelaufen sind. Aber erstmal, wo sind wir überhaupt? Wir sind hier im Camp Le Grand National Park. Und zwar genau bei der Lucky Bay. Und die ist bekannt dafür, dass hier ab und zu sich ein paar Kängurus tummeln, wenn man Glück hat. Also offensichtlich hatten wir schon Glück. Wir wollen aber später schauen, vielleicht gegen Abend oder morgen. Manchmal gibt es da noch mehr. Aber es fängt schon mal gut an, würde ich sagen. Es scheint hier sehr viele Kängurus zu geben. Wir sind das nächste jetzt direkt am Strand. So, mittlerweile sind auch relativ viele Kängurus draußen und hier sieht man sogar eins mit Baby. Die Angler haben den Känguru ein bisschen Fisch abgegeben. Das futtert's jetzt. Solange man twittert, darf man es anscheinend auch streicheln. Kängurus hoppeln weg, die haben anscheinend genug von uns. Naja, jetzt Zeit erstmal, um einen Spaziergang zu machen. So, nochmal eine kleine Wanderung auf den Berg hier. Das ist schon unterwegs. Ganz klares Wasser. Sind wir ein bisschen gewandert. Ganz hübsch. Wo ist jetzt? Chris, wo bist du? Ah, da. Hier. Schau mal, diese Bubbels hier sehen ganz lustig aus am Baum. Weiß jemand, was das ist? Wenn ja, könnt ihr ja mal Bescheid geben. So, genug gewandert. Jetzt geht's zurück zum Campingplatz und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen. Es ist jetzt 6:30 hier und wir haben diesmal unser Frühstück direkt am Strand aufgebaut.
haben also ganz schönen Blick und werden jetzt erstmal das Essen genießen. Wir sind jetzt vor dem Withering Rock, also übersetzt der pfeifende Stein. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera hört, aber hier hört man auch schon so ein leichtes Windgeräusch, was aus diesen Steinen herauskommt. Wir sind jetzt hier an der Sistel Cove und das ist so eine kleine Bucht, auch mit schön glasklarem Wasser und weißem Sand. Jetzt geht es auf den Frenchman Peak Walk. Gucken, das ist hier die höchste Stufe, also Schwierigkeitsstufe. Mal gucken. Bereit? Bereit. Da geht's hin. Bis jetzt alles noch ganz einfach. Jetzt wird's anspruchsvoller. Da kommt Franzi über den Gestein nach oben. So, wir sind jetzt oben angekommen. Hat doch keine, was anderthalb Stunden gedauert, sondern nur 30 Minuten. Und ja, man hat einen ganz schönen Blick auf die verschiedenen Buchten. Und schön windig. Es ist mal wieder Zeit, unsere Drohne auszupacken. Mal schauen, was da so bei rauskommt. We go losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place, a place where you'll make them just be alone. Jetzt sind wir vom Frenchman Peak fast wieder unten, also haben das steile Stück schon mal überwunden und jetzt geht's gleich weiter wieder zur Bucht. Wir sind jetzt an der nächsten Bucht, das hier ist die Hellfire Bay. Schaut mal, wie weiß der Sand ist. Fühlt sich auch an wie Mehl. Was da jetzt Bucht da? Echt schön. Echt der Wahnsinn. Langer Sandstrand, ja, wo man schön laufen kann.
2006 als schönster Strand Australiens gekürt. Hat wahrscheinlich auch sehr schönes blaues Wasser. Allerdings, da es jetzt ein bisschen bewölkt ist, kann man es nicht in seiner ganzen Schönheit bewundern. Aber man kann es vorstellen.